Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Johannes und ich bin hier noch im Osten unterwegs. Ihr habt es im letzten Video schon gesehen, wie ich den Anlasser gewechselt habe. Da war ich bei meinem Bruder in der Werkstatt, bei meinem großen Bruder. Und jetzt stehe ich hier noch neben so einem ausgebrannten Autowrack. Wer kann mir sagen, was für ein Auto das ist? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja was Kleines zu gewinnen. Ich überlege mir was. Mein kleiner Roadtrip durch Deutschland geht jetzt weiter. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns einfach im Auto wieder, ne? Und es geht weiter auf meinem kleinen Roadtrip hier durch Deutschland. Für euch ist das ja jetzt in mehrere Videos aufgeteilt, weil ich sonst einfach nicht hinterherkomme mit dem Schnitt und so weiter. Für mich ist das in ein paar Tagen alles schon erledigt gewesen. Aber können wir uns doch mal gemeinsam anschauen, wo ich jetzt überall war, so die einzelnen Etappen. Fangen wir an mit der ersten. Da ging es für mich von Aachen Richtung Krummdeich, wo mein kleiner Bruder wohnt, Malte, da haben wir dann die Schiebefenster eingebaut. Über Bremerhaven, wo ich noch im Ikea war. Video verlinke ich euch einfach immer oben in der Ecke, das passende dazu. Und das waren ganze 790 Kilometer, die ich da gefahren bin. Vor Ort bin ich dann auch ein paar Kilometer gefahren, aber das werde ich jetzt einfach mal außen vor lassen. Von Krummdeich ging es für mich dann weiter über Stade, wo ich noch kurz mit Malte war, nach Lübeck. Das waren noch mal weitere 175 Kilometer. Da habe ich dann noch einen Freund getroffen und war noch kurz in der Stadt auch was essen und so. Von Lübeck bin ich dann weiter nach Travemünde und habe dort übernachtet im Bus. Die erste Nacht im Bus in diesem Jahr. Und es wird heute wahrscheinlich noch eine weitere hinzukommen, aber diesmal in einem anderen Bundesland, in einem ganz südlichen Bundesland sogar, denn es geht für mich wieder Richtung Süden. Aber bleiben wir noch mal im Norden, also die Etappe von Lübeck nach Travemünde war relativ kurz, das waren bloß 26,3 Kilometer. Von Travemünde ging es dann weiter Richtung Fehmarn. Zusammen mit Timo bin ich da für ja, nicht mal 24 Stunden war es am Ende, glaube ich, nach Fehmarn gefahren. War auch echt toll, eine schöne Erfahrung, die Insel mal ein bisschen kennenzulernen, und ich werde da definitiv noch mal hinfahren. Dann, genau, das waren übrigens 85,4 Kilometer. Ich rechne das jetzt einfach alles mal zusammen. Von Fehmarn ging es dann zurück nach Lübeck, wo ich einen Freund eingesammelt habe. Und ja, dann ist das ja mit dem Anlasser passiert auf der Autobahn kurz vor Stralsund. Das heißt, ich habe in Stralsund nochmal einen kleinen Zwischenstopp gemacht, ohne den Motor auszuschalten. Und da waren wir dann am Ende, bin ich ja doch noch auf der Insel auf Rügen in Lüttgewitz, der fast nördlichste Punkt der Insel sogar, gelandet. Und das waren dann nochmal 372 Kilometer. Von Lüttgewitz, von Rügen, ging es dann zurück wieder Richtung Süden nach Lobstedt hier bei Leipzig, wo ich jetzt gerade auch noch bin. Das war vor zwei Tagen, nochmal 549 Kilometer. Also da kam jetzt schon einiges zusammen. Insgesamt sind das jetzt, bin ich bei 1997,7 Kilometern, wenn ich das richtig gerechnet habe. Und jetzt geht es für mich nochmal weiter. Wir können es erstmal noch anschauen, wieso der Spritverbrauch ist. Ja, da ging jetzt echt einiges an Kohle für drauf bei diesen Spritpreisen. Ich meine, ja, wenn wir mal so einen Durchschnittsverbrauch von 9 Liter vielleicht rechnen, dann, ja, kann man das machen? Kann man machen, ne? Dann sind wir so 9, ja, ach, ich rechne das hier an der Seite mal zusammen, aber ich glaube, wir müssen so bei um die 450 Euro sein. Also das ist schon verdammt viel. Aber wie gesagt, ich werde das einfach nochmal einblenden. Jetzt geht es für mich aber erstmal wieder auf die Autobahn, nochmal 500 Kilometer heute, glaube ich, und zwar Richtung Bayern. Wohin genau? Das sage ich euch später. Jetzt wird erstmal Strecke gemacht. Jawohl. Ich habe schon ordentlich was geschafft jetzt an Kilometern und Zeit. Jetzt ist hier gerade so ein bisschen Stop and Go. Ich bin mittlerweile in Bayern angekommen und ja, ich glaube so 3,5 Stunden bin ich jetzt schon gefahren und ich habe noch 275 Kilometer vor mir. Denn es geht für mich an den Chiemsee und meine estimated time of arrival ist 18.11 Uhr derzeit. Das ist schon reichlich spät. Deswegen würde ich sagen, ich ziehe durch und wir sehen uns einfach dann am Chiemsee, wenn ich hoffentlich einen netten Stellplatz da gefunden habe.
Eigentlich bin ich im Hotel untergebracht, aber ich habe Bock, irgendwie eine Nacht nochmal im Bus zu pennen. Deswegen werde ich jetzt eine Nacht im Bus schlafen und dann ab morgen im Hotel. Ich freue mich drauf und bin gespannt. Ich war noch nie am Chiemsee und ja, wir sehen uns da gleich wieder. Ich versuche mich jetzt ordentlich einzufädeln. Was eine Tour, ey. Ich bin immer noch nicht am Ziel. Glaube ich, noch so eine Dreiviertelstunde. Aber ich habe jetzt doch nochmal angehalten, weil hier war Sprit billig. 1,93 im Vergleich zu gestern, wo ich voll getankt habe für 2,03 Euro in Ostdeutschland. Schon krass gerade, ey, was da abgeht. Das ist nicht normal. Und auch so einen echten Kulturschock. Also ich war erst im Norden, da an der Küste, dann im Osten, auch wunderschöne Landschaft teilweise. Also alles hat sowas für sich. Und jetzt fahre ich hier gerade durch. Krasses Alpenpanorama, ey, einfach herrlich. Ich freue mich, wenn ich gleich angekommen bin und habe auch noch kurz was Kleines zu essen gekauft. Ey, ich bin übelst fertig. Aber wir sehen uns gleich am Ziel. Hoffentlich am See, am Strand. Vielleicht springe ich noch rein, mal gucken. Ich habe es geschafft und bin angekommen. War wirklich ein langer Ritt und ich bin jetzt auch ziemlich fertig. Ich habe noch keinen Stellplatz gefunden. Ich habe jetzt erstmal hier auf so einem Parkplatz relativ nah am See geparkt. Der ist allerdings auch direkt neben einem Campingplatz. Das heißt, da werde ich über Nacht wohl nicht stehen bleiben können. Muss mich nochmal umschauen. Ich will jetzt eigentlich nicht auf dem Campingplatz. Brauche ich irgendwie nicht. Ja, jetzt genieße ich aber erstmal das hier. Guckt euch das an. Ey, das ist so genial. Einfach ein richtig, richtig schönes Panorama. Da fährt ein Segelbötchen, hier so Entchen und so. Und auch die Fahrt war jetzt schon ziemlich anstrengend, aber das letzte Stück war auch echt unfassbar idyllisch. Also hier einfach so übers Land zu fahren und ey, da fährst du da in so einen Ort rein mit so einer Zwiebelturmkirche und dann fährst du über die kleine Brücke, dann steht da ein Angler, also wie aus so einem Gemälde entsprungen. Das ist schon echt traumhaft. Ich würde sagen, ich versuche euch einfach mal so ein paar Impressionen einzufangen und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem Stellplatz wieder, wo ich dann mir ein kleines Abendessen koche. Ne? Ey, es ist genial, ich sag's euch. Vielleicht nehme ich euch auch noch zum Sonnenuntergang mit. Schauen wir mal. Jetzt erstmal genießen, kurz ankommen und dann einen Stellplatz suchen. Ach ja, ich habe immer noch keinen Stellplatz gefunden. Bin hier wieder am Wasser. Also da, wo ich geparkt habe, da darf man nur bis 22 Uhr stehen und ich denke, das wird auch kontrolliert. Ich war noch bei einem anderen Parkplatz, da war ein Schild Camping verboten. Jetzt habe ich noch einen gefunden, da werde ich nachher wahrscheinlich hinfahren. Da stand jetzt nichts, der ist allerdings direkt im Ort hier. Und ja, da bin ich mir so ein bisschen unsicher, aber sonst werde ich halt irgendwo am Straßenrand stehen. Ich bin hier jetzt erstmal zurückgekommen an den See und mache mir hier so ein bisschen was zu essen. Ganz entspannt. Keine Lust mehr großartig zu kochen, deswegen gibt es leckere Ravioli, dazu schönes Naturradler, herrlich und diesen Ausblick, das ist so traumhaft schön. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Ravioli gegessen habe, wahrscheinlich irgendwie vor 10 Jahren bei Rock am Ring. Ich werde mir das jetzt schmecken lassen. Dann werde ich im Bus gehen, mich irgendwie hinlegen bzw. noch ein bisschen arbeiten, ein bisschen Video schneiden und so. Aber erstmal hier essen, das Ganze. Ah, herrlich. Guck mal. Den Sonnenuntergang genießen. Und dann sehen wir uns einfach morgen früh wieder zum Sonnenaufgang, wenn es einen gibt, würde ich sagen.
Das ist ein Deal, oder? So, guten Appetit und gute Nacht. Ich glaube, die Kollegen da wollen auch was von meinem Essen haben. Gerade sind die richtig dicht rangewatschelt hier, du. Das ist so traumhaft schön. Ach ja, herrlich, herrlich. Ich hoffe, es wird eine ruhige Nacht. Kann ich gut gebrauchen. Guten Morgen, liebe Leute. Oh, was eine Nacht, ey. Hier, ich habe ein Thermometer. Das hat gerade noch 1,5 Grad angezeigt. Jetzt irgendwie 4 oder so was. Ja, vielleicht, weil ich es angefasst habe. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das schon sehr empfindlich. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr kalte Nacht. Ich habe aber ja meine Wunderwaffe hier. Und zwar die Wärmflasche. Ey, das ist so ein Gamechanger. Ich glaube, hätte ich die nicht gehabt, wäre ich erfroren. Also so habe ich echt gar nicht gefroren. Klar, Kopf war ein bisschen kalt, so, aber sonst echt muggelig, angenehm und schön. Also ich habe richtig, richtig gut geschlafen. Habe gestern noch ein bisschen Video geschnitten hier im Bus. Habe extra Bildschirm ganz dunkel gemacht und kein Licht angemacht, weil hier schon immer wieder mal ein paar Leute vorbeigelaufen sind und das halt auch mitten im Wohngebiet ist, ne? Aber hat keiner was gesagt, also war gar kein Problem. Sind auch noch ein, zwei Autos vorbeigefahren, aber auch das war kein Problem. Und dann so ab 11, 11:30 war es dann, glaube ich, auch ziemlich ruhig. Also ich habe hier auch echt richtig gut geschlafen, wunderschön, habe durchgeschlafen. Jetzt zwar relativ früh, jetzt geht das Licht hier aus. Jetzt ist zwar relativ früh, weil ich mir einen Wecker gestellt habe, weil ich gleich zum Sonnenaufgang an See will. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal ein paar Aufnahmen hier aus der Umgebung. Und dann sehen wir uns zum Kaffee nochmal wieder. Ich glaube, er will kämpfen. Jetzt versammelt sich hier die ganze Gang, ey. Uha. Hier, Schokolade zum Frühstück. Ey, wenn das jetzt nicht klappt. Ich bin zurück von meinem kleinen Morgenspaziergang am See und es gibt doch erstmal Tee. Und das reimt sich sogar, wie geil. Denn es ist richtig kalt. Es hat sogar noch mal gefroren heute Nacht. Also da war ein bisschen Eis, jetzt nicht auf dem Auto, auf meinem Auto, auf anderen Autos und auf den Bänken und so. Ja. War schon ziemlich frisch und ich habe gestern Abend, ich sag's euch ehrlich, ernsthaft überlegt,
ob ich heute Morgen nicht da mal reinspringe in den See, um mich einfach ein bisschen frisch zu machen. Aber gerade beim Zähneputzen tat das schon weh, dieses kalte Wasser zum Mund ausspülen. Naja, also das war mein kleiner Trip hier zum Chiemsee runter. Ich gehe jetzt demnächst ins Hotel, treffe mich da dann mit Freunden und so. Und die sollen ein ganz gutes Frühstücksbuffet haben. Ich weiß noch nicht, ob ich euch da auch mitnehme. Ich denke es eher nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns dann aber im nächsten Video wieder, wahrscheinlich dann von zu Hause aus. Große Pläne für den Bus. Innenraum, sage ich nur, ist das Stichwort. Kommt jetzt bald, wird angegangen. Und ja, genau. Deswegen, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das gerne und lass auch gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich darüber freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Und ansonsten, pass auf dich auf, bleib gesund und fröhlich. Tschüssi!